So, hallo, wir machen weiter bei Minecraft. Folge 3 sind wir mittlerweile, beziehungsweise Minecraft Hardcore. Wir wollen in eine Höhle gehen, haben wir das letzte Mal entschieden. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so wirklich klug war oder ist. Aber wir werden es einfach mal probieren. Ich weiß nicht, ob das Essen ausreichen wird, was ich da jetzt dabei habe. Ich glaube nicht. Ja, wir müssen ja nicht gleich ewig weit reingehen. Wir können ja erstmal... Ja, ich wollte doch gar nicht pennen. Wir können ja erstmal nur gucken. Oh, geht's hier unten auch in der Höhle? Hier unten geht's auch? Oh, gucke mal. Oh. Der Herr? Oh, gibt's das denn? Ach, du hast dich hier... Ah, du hast dich hier vor der Sonne da unten verkrochen. Verstehe, verstehe. I see what you did there. So, ich sollte schnell mal was essen. Und dann gucken wir mal. Oh, hier geht's auch in die Höhle. Okay, dann gehen wir hier in die Höhle. Ich habe zwar gesagt, wir gehen in die andere, aber ich denke, das ist genauso auch in Ordnung, ne? Du-du-du. Ja, Minecraft, wir gehen in eine Höhle. Das hast du gut erkannt. Ja, Mensch. Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Schauen wir mal. Hört ihr auch dieses Lavageräusch? Das macht mir ein bisschen Angst. Aber solange ich vorsichtig buddel, sollte nichts passieren. Das ist Lava, das ist eindeutig Lava. Ich buddel ganz vorsichtig, mir passiert nichts, keine Panik. Ich glaube, hier kommt nichts weiter Interessantes. Kohle. Was? Oh, fuck you! Silberfische! Igitt, nein! Bäh! 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 Diese Drecksviecher! Ich fasse es ja nicht. Alter, ich finde die Viecher so eklig. Boah, nee, vergesst es. Igitt. Diese blöden... Boah, nee. Sei der Hammer. So. Höhlentour beendet. Hat's mich gerade zerrissen. Meine Fresse hat's mich gerade zerrissen. Ach, warum hau ich denn mit dem Schwert die Fackeln ab? Meine Herren. Bei Minecraft kann man sich so erschrecken wie in keinem anderen Spiel. Alter. Alter. Alter, Leute, das... Ah. Diese verfluchten... Ah, Gott. Boah. So, auf den Schreck erstmal ein Schwein. Das gibt's ja wohl nicht. Ich sehe schon, ich brauche hier mehr Fleisch. Das scheint hier... Der Hunger scheint hier relativ schnell zu kommen. Wenn ich mir das so angucke. So. Alter Schwede. Hat's mich gerade zerrissen. Ich zitter hier gerade noch ein bisschen. Ich bin so erschrocken. Wahnsinn. Oh, das war viel Fleisch. Das soll erstmal reichen. Wahnsinn!
Aber guckt euch den Hunger an, das geht echt flott. So, zack. Ja, 16 Stück. Alter, das reicht erstmal. Erstmal kurz die zwei Hühnchen, dass der Hunger wieder weg ist. So. Meine Herren. Meine Herren. Achso, jetzt habe ich gar nichts zu essen dabei. Das ist natürlich doof. Zwei Fleisch nehmen wir mal mit. So, und dann fangen wir mal an, die andere Höhle zu erkunden. Noch ein Stückchen, nicht lange, nur ein Stückchen. Boah. Die sind in der Nähe von Lava, oder? Die Silberfische. Ich habe ja auch diese Lava gehört. Das, oh. Meine Herren, da war ein See. Ich will mir ganz kurz den See angucken. Yay, See. Okay. Ah, wo war diese Höhle jetzt, diese große? Irgendwo hier, oder? Das sieht aber. Ach, das sieht echt alles schön aus. Ich kann mich nicht erinnern, dass der andere Map Generator sowas erstellt hat. In der Kombination vor allem eben. Was war denn da hinten? Ist doch wie so ein Krater. Gehen wir mal da kurz hoch. Nur mal gucken. Uah, Maus, bitte. Nur mal gucken. Ich mag ja diese Steingebirge, das war im alten Minecraft, also in der unter 1.7.2 echt nicht so. Da waren es immer alles zu so Grashügel. Jetzt hast du wirklich ein richtiges Gebirge. Richtig viel Stein zum Abbauen. Geht's da runter? Geht's da runter? Nee, okay. Wäre ein cooles Secret gewesen. Alter! Wir sind hier echt mitten im Gebirge gelandet. Hier ist auch kein Dorf in Sicht. Das ist natürlich das Problem dann der Geschichte. Boah. Aber schön. Schon schön hier. Aber nicht so, dass ich hier bleiben will. Wie gesagt, ich möchte gerne. Autsch. Ich möchte gerne ein Dorf finden und dann von dem Dorf aus meine Expeditionen beginnen. Und ja, wie gesagt, Reihenfolge, es soll zum Enderdragon gehen und dafür brauchen wir halt das ganze Geschichte, die ganzen Geschichten, Enderaugen und so weiter. Ender. Perlen, wobei Reihenfolge ist genau andersrum natürlich. Erst die Enderperle, dann das Enderauge. So weit wollte ich. Ich wollte eigentlich einen schnellen Sprung machen. Zum Glück, Alter, zum Glück riskiere ich nichts. Meine Fresse. Okay, hier ist nichts weiter. Dann gehen wir hier ganz schnell wieder raus, bevor hier irgendwas spawnt. Weil hier komme ich nicht raus so schnell. Wenn hier was spawnt, bin ich tot. So wie ich gerade mit dem Sprung hätte tot sein können. Meine Güte. Ich muss es ja wieder riskieren hier. Oi. So, wo war denn jetzt diese Riesenhöhle? Verdammt. Da unten, ne? Ach ja. Ja, jetzt seh ich sehe gleich von dieser Seite aus den Eingang. Aber jetzt wird es schon wieder dunkel. Jetzt gehen wir jetzt mal wieder pennen. Ja, hier geht's rein. Okay, also merken, geradeaus durch. Geradeaus durch ist die Devise. Na, lauf doch, Mensch. Junge, laufe doch. Los. Ja, es wird tatsächlich schon wieder dunkel, meine Güte. Obwohl, naja, noch nicht so ganz. Aber vielleicht reicht es, um sich hinzulegen. Vielleicht reicht es, vielleicht reicht es, vielleicht reicht es, um sich hinzulegen. Und. Ja, es reicht. Super. Dann war es genau richtig, dass ich zurück bin. Super. Gut. Dann los jetzt. Irgendwelche Viecher irgendwo? Nein, nichts. Gut. Alter, diese Silberfische. Jetzt werde ich bei jedem Block, den ich abschlage, Angst haben. Weil ich bin so ein furchtbar schreckhafter Mensch. So. Diesmal sind wir aber direkt zu der Höhle gegangen. Muss schon mein Versprechen auch einlösen, was ich in der letzten Folge gegeben habe. Da habe ich ja gesagt, wir gehen in die Höhle hier rein. Also tun wir das jetzt auch mal. Oh Gott, oh Gott. Enderman, ja, natürlich.
Die Frage ist nur, wie komme ich da rein, gescheit? Ich könnte mal hier oben lang gehen als erstes. Also ich möchte mich schon so reinbauen, dass ich auch schnell wieder rauskomme. Im Ernstfall. Ne? Das versteht sich, denke ich mal, von selbst. So. Machen hier oben mal einen etwas größeren Gang. Den leuchten wir schön aus, dass hier auch nie was spawnt, wenn ich zurück will. Dann gucken wir mal. Vielleicht findet sich ja von selbst ein Abgang. Wenn ich Glück habe. Also, was ich jetzt gern suchen würde, wäre Eisen. Eisen wäre ganz schön. An der Stelle. So, die Minecraft-Musik setzt ein. Schön. So, hier wird es wieder dunkel, das heißt, wir setzen eine Fackel. Hallo, Mr. Gravel. Hallo, Mr. Gravel. Hallo, Mr. Gravel. Hier komme ich aber auch nicht. Nee, hier komme ich überhaupt nicht runter. Hier komme ich bei der anderen Seite wieder. Da verabschiedet sich das ganze Zeug nach unten. Ach so, hier fangen die Gravelberge quasi auch an. Oh, wie baue ich mich denn da jetzt am Blödsinn? Eisen! Eisen, 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 Eisen. Aber wie baue ich mich denn da jetzt runter, ohne dass ich gleich sterbe? Das ist nämlich echt. Guckt euch das mal an, das ist echt gefährlich hier. Scheiße. Moment mal, ich stehe hier. Alter, das ist alles in der Luft. Wenn ich quasi das jetzt hier wegbuddel. Oh Gott. Ich habe den Boden unter mir weg. Kann das sein? Ups. Oi. Aber das ist für mich perfekt. Es sind jetzt drei Folgen gewesen. Das ist genau perfekt in den drei Folgen. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob ich nochmal von vorne anfangen soll oder nicht. Das überlasse ich jetzt euch. Ihr findet jetzt in der Beschreibung eine Straw-Poll-Umfrage. Da müsst ihr euch nicht anmelden oder sonst nichts. Ihr müsst einfach nur was anklicken. Nämlich ja oder nein. Und die Frage ist, ob ich weitermachen soll. Ha. Ja, Mensch. So kann es gehen. Wie gesagt, das ist der Hardcore-Mode. Diese Welt ist jetzt weg. Diese Welt werden wir nie wieder sehen. Aber ich hoffe doch, dass wir ähnliche bekommen werden. Und dann gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal läuft, wenn ihr denn mehr sehen wollt. Das ist jetzt eure Entscheidung. Aber ihr müsst dann natürlich aktiv werden, sonst weiß ich es nicht. Deswegen, wie gesagt, in der Beschreibung Strawpoll-Umfrage. Einmal kurz draufklicken, einmal für Ja oder Nein stimmen und dann geht's hiermit entsprechend auch weiter. Irgendwann. Ich muss halt nur wissen, ich möchte ja keine Videos machen, die euch nicht gefallen, ne? Man macht die irgendwo schon auch für seine Abonnenten, die Videos. Wenn ich sie nur für mich mache, kann ich sie alleine angucken. Gut. Dann hätten wir das soweit. Ich quatsche jetzt noch ein bisschen, dass das Video länger wird. Das ist gar kein Problem. Für alle. Ja, ich muss ja. Wie wiederbeleben, das gibt's. Es gibt jetzt doch die Möglichkeit, sich wieder zu beleben. Das kann doch nicht. Nein, oder? Gibt es? Ja, eben, ich dachte schon. Ja, es ist Game Over. Genau, ich bin gestorben. Hier ist tatsächlich. Ups. Hier will ich nicht hin. Da ist tatsächlich Ende. So, für alle, die es nochmal interessiert. Coteria Craft war das Resource Pack.
Ansonsten muss ich sagen, die Aufnahme lief erstaunlich flüssiger als die letzten Minecraft-Aufnahmen. Keine Ahnung, was man hier machen kann. Ich kann es nicht anklicken. Es kommen nur Geräusche, wenn ich da draufklicke. Naja. Kann ich hier noch irgendwas Spannendes machen? Nicht wirklich. Da haben wir auch alles richtig. Ja. Ich habe halt schon sehr viel auch ausgestellt, weil. Naja, ihr habt ja. Ihr merkt es ja, es leckt ja auch teilweise. Gut, okay. Wolken habe ich aus, okay. Was kann man hier noch machen? Ich denke, das war es in etwa. Ja, also, nochmal die Ankündigung. Ihr entscheidet, ob es weitergeht, ob wir eine neue Welt erstellen oder nicht. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat, ob euch das jetzt interessiert oder eher nicht so. Mir macht's eigentlich recht viel Spaß, muss ich sagen. Ich hätte gern die Höhle hier ein bisschen erkundet, aber ich habe genau gewusst, dass es komplett schief geht, wenn ich mich da reintraue. Aber das hätte ich jetzt auch mit Rüstung nicht überlebt. Das war natürlich. Ja. Was soll man dazu sagen, ne? Danke fürs Zuschauen. Vielleicht bis zur nächsten Minecraft-Folge. Ansonsten geht es natürlich auch ganz normal mit den üblichen Geschichten weiter. Isaac, Mario. Je nachdem. Ich weiß gar nicht, wann ich die Folge hochlade hier jetzt. Wenn wir gucken. Also, danke fürs Zuschauen und tschüss.